Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play in Verbis Virtus. Wir stehen hier oben, wo wir den Kristall schon mal neu heraufbeschworen haben. Ja. Den da noch nicht. Ectolome. Den kriegen wir nicht da raus, ne? Bisher nicht. Das meinte ich ja. Dass wir den irgendwann da rausbekommen, dachte ich mir. Ich habe auch eine Idee, wie wir das hier ein bisschen vorantreiben können. Atul Igni. Ah ja, Atul Igni. Atul Igni. Uda Notem. Und zwar haben wir das letzte Mal den einen Strahl blockiert. Das hat natürlich erstmal schön Krach gemacht. Und dann haben sich die Dinger da oben langsamer gedreht. Ja. So. Meine Idee ist jetzt, da hoch zu gehen, zu gucken, was da ist. Dann habe ich die Idee, dass wir da hinten reinplumpsen, da diesen Zauberspruch bekommen, den Verlangsamungszauber, damit das schnell rotierende Ding da verlangsamen können, dann wieder hier sind. Wir sind jetzt da, zwar da, wo wir jetzt sind, aber mit einem extra Zauber. Also deine Idee war, das zu machen, was wir letzte Folge schon gemacht haben. Ja. Obi-Kenu. Das wollten wir doch nochmal... Obi-Kenu. Ja, top Idee. Nochmal nachverfolgen. Ja, na mit Ecto. Ja, ich hab das erweitert mit da hinten runterplumpsen. Nee. Opunobi. Was geschieht eigentlich, wenn du auf das Gelbe da leuchtest? Ecto Lome. Nichts bei meinem gelben Strahl vor mir. Das stimmt. Ich wollte mal schauen, ob wir uns in den weißen Strahl stellen können. Um zu sehen, ob es vollkommen aufhört. Hm, aber wir haben ja keinen Punkt, wo wir das machen könnten, oder? Nee. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Ist aber natürlich wenig Leben. Mach erstmal auf so eine Pufferblatt drauf. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Sieht ziemlich geschlossen aus hier oben. Das stimmt. Das ist natürlich schade. Ich dachte, wir kämen da raus. Ja, guck lieber die Wand an. Ja, Wand wurde angeschaut und nichts entdeckt. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Könnten wir uns denn irgendwo in den Strahl reinstellen? Ja, aber dann hört's auf. Und wenn wir dann rausgehen, dann hört's wieder komplett auf. Selbst wenn es sich aufhört zu drehen, kommen wir oben ja trotzdem nicht raus. Ah ja, vielleicht geht's auch oben auf. Ich bin auch der Meinung, das ist oben auf. Wir waren wahrscheinlich einfach zu hoch. Notem Atul Lupun. Ne? Glaube ich nämlich auch. Letztes Notem Mal. Notem Atul Lupun. Ich meine ja auch letztes Mal dich da oben drauf geschaut. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Da ist doch irgendwas. Ja, Feuer. Atul Igni. Uda Notem. So, ich hoffe, das bleibt grün. Nope. Ah. Dann müssen wir wahrscheinlich das... Und die beiden da unten. Ja, damit wir den Grünkristall bekommen. Atul Igni. Das heißt, wir dürfen nicht sterben. Notem Atul Lupun. Notem Atul Lupun. Boah, das war aber... Knapp. Atul Igni. Atul Igni. So, der Kristall existiert schon. Uda Notem. Obi Kenu. Sehr schön. Ecto Namet. Namet Ecto.
Funkel, Funkel. Also, können wir denn aus einem grünen und einem roten Kristall einen gelben Strahl erzeugen? Ich glaube nicht, nein. Upunobi. Gut, das dreht sich immer noch. Mhm. Es gibt aber auch keine rote und grüne Fläche, wo man dran leuchten könnte, oder? Bisher sehe ich keine. Aber wir versuchen erstmal lebend runterzukommen. Was schwieriger wird als gesagt. Notem, Atul, Opun. Und dann speichern wir. Und hoffen, dass unsere Fortschritte auch gespeichert werden. Notem, Atul, Opun. Die wir bisher haben. Lass dich nicht zermatschen, ne? Äußerste Vorsicht ist geboten. Notem, Atul, Opun. Notem. Na. Ah, ja. Doof. Hm. Tjalluda. Atul Igni. Atul Igni. Uda Notem. Hat aber lange gedauert, ich dachte, es wäre kaputt. So, jetzt können wir aber erstmal gucken, ob wir was finden. Wo man einen grünen und einen roten Kristall gebrauchen kann. Also ich mutmaße einfach mal, dass wir die beide auf das gelbe Ding richten müssen und dass das dann funktioniert, aber ohne jede... Also postulierst du es nur? Ich postuliere es, ja. Das machen Leute, die keine Ahnung haben. Das stimmt gar nicht, das machen anerkannte Wissenschaftler. Ja, auch Wissenschaftler. Notem Atul Opun. Und Alchemist, was ist mit der Farbenlehre? Welche Farbe entsteht, wenn man grün und rot mixt? Braun. Ja. Fast gelb. In der Tat. Ist es zumindest eher gelb als... Ja. Als Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Oh, warte mal, du konntest da auf den Kristall drauf, da in der Mitte. Weil das ist sicherer. Notem Atul Opun. Vielleicht kommst du auf den nächsten über dir auch, weil da kamst du von eben schon drauf. Notem Atul Opun. Das habe ich richtig gut gesehen. Tjalluda. Mecke dir über meine Postulate. Ektolome. Das ist halt einfach... Ich weiß nicht, was los ist, dann versuche ich mal das zu machen, was geht. Obikenu. Ja, so macht man das ja, in der Wissenschaft. Auch begründen können. Zumindest annähernd. Ja, ich mache das so, weil das nicht anders geht. Ja, und ich sage, dass hier kein Gelb rauskommt, wenn man die Farben wechselt. Warum sagst dagegen. Du dann? Es kommt Gelb raus. Notem Atul Opun. Ich meine, wir sind immerhin mit magischen Kräften auf einer Raumstation. Vielleicht sind hier die Farben anders. Obikenu. Namet Ekto. Ekto Namet. Namet Ekto. Ja, das ist wie ein USB-Ding. Weißt du, ja. Das erste Mal ist immer verkehrt. Ja, ich weiß, da gibt's jetzt ein neues... Opunobi. Halt das mal unten rein, wie es da abgelenkt wird. Meinst du, wir sollten es schon gleich? Ja, ich würde es probieren. Ektonamet? Namet Ekto? Du kannst dich ja da noch zurückbewegen. Opunobi. Ja, war doch gut. Ich hab's doch gerade gehört. Wahrscheinlich hast du den oben gehört, weil der weiße kurz da war. Ja, guck mal nach. Ja, du hast den weißen oben gehört. Ach, so knapp. Oh, das was es gibt, das ist so symmetrisch.
und würde dann abgeleitet, wenn du ihn in den da oben kommst, nicht dran, ne? Ja, Opun Obi. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Was? Notem Atul. Was war das denn? Das war ja. Ich weiß. Erst sah es total gut aus, als wir oben waren. Und dann, jo, jetzt hat das aber raus. Und dann waren wir tot. Tschall oder. Ja. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Atul Igni. Atul Igni. Einfach mal losgesprungen. Es hat keinen Sinn mehr. Uda Notem. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Zumindest geht's so schnell hoch, ist doch was. Tjall Uda Ektolome. Ja, aber wir haben den roten Strahl noch nicht so hinbekommen. Mach den roten mal und halt den grünen mal in den roten und guck, was rauskommt. Obi Kenu. Obi Kenu. Ja, wir müssen jetzt eh. Da kommt ein brauner Kackstrahl raus, ich seh's schon. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Wir gehen aber jetzt nicht dahin. Geh da einfach wieder auf den Kristall. Aber. Notem Atul Opun. Du bist so ein Feigling. Ja. Notem Atul Opun. Ach, wo ist er? Obi Kenu. Namet Ekto. Ja, ich habe halt keine Lust, schon wieder da runter zu fallen. Opun Obi. Opun Obi. Ich meine schon wieder, ich hätte ihn kurz gehört. Ja, das ist, weil das da aufhört. Obi Kenu. Ach. Opun Obi. Er lässt mir meine Illusionen aber auch nicht. Ja. Notem Atul Opun. Scheiß auf seine Illusionen. Ja. Das ist serious business hier. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Was hat uns hier eigentlich runtergeworfen? Ich weiß es nicht. Notem Atul Opun. Atul Igni. Vor allem, warum sind wir letztes Mal nicht hier draufgekommen? Das erste Mal. Weil wir auch runtergefallen sind. Vielleicht ist das, wenn man die Ecke, also den Kreis berührt, wenn man da drauf steht auf den Flügeln. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Nee, ich meine, als wir das erste Mal hier oben waren, konnten wir ja gar nicht, also in der Folge meine ich das erste Mal, gar nicht da drauf schauen. Nee, da waren wir auf dem Falschen. Da waren wir. Da. Da waren wir. Ach so. Guck, weil das hier. Ach so. Gemein. Weil das auch nicht so ganz rund läuft, oder? Das könnte sein, ja. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Knapp vor Tod. Tjall Uda. Ektolome. Knapp vor Tod. Ja, wenn man hier oben noch einen taktischen Speicherpunkt angebracht hätte, wäre das um einiges. Atul Igni. Atul Igni. Das wäre dann. So, jetzt wird's wieder laut. Uda Notem. Obi Kedu. Frustärmer wäre es dann. Namet Ekto. Gelb, komm, gelb. Was? Okay. Oh. Vielleicht müssen wir einfach auf den mittleren leuchten. Und das kann auch sein. Ne, es leuchtet immer nach oben. Dann müssen wir schon zumindest schon mal von weiter unten dran. Obi Kenu. So, jetzt will ich runter und speichern. Okay. Notem Atul Opun.
Totem Atul Opun. Oh, guck bitte, ob du den anderen Kristall nicht siehst. Oh, Unsinn. Notem Atul Opun. Jetzt warte bis das Jahr. Notem Atul Opun. Wupp. Tjalluta. Ich nehme an, das wird eh nicht mitgespeichert. Naja, die Kristalle könnten aber schon. Ich weiß es nicht. Also das würde ich jetzt hoffen und erwarten. Hoffen ja, erwarten tue ich gar nichts. Atul Igni. Atul Igni. Uda Notem. Ja, Gira. Och. 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 Och, typischer Anfängerfehler. Tjall Uda. Ich sage auch noch, geh rein, aber da war die Tür schon zu. Naja. Ja. Und die andere war ja zum Glück noch auf. Stell dich einfach auf den Kristall da drauf. Obi Kenu. Notem Atul Opun. Obi Kenu. Warte mal. Wo leben wir hier? Wenn das Ding da kommt. Das ist. Ja, tun wir. Sah nämlich schon ziemlich gefährlich aus. Ektonamet. Leuchtet es denn jetzt nirgendwo? Wir können auch die Position, wo wir den Strahl treffen, variieren. Ja. Namet Ecto. Gerade hoch. Oh. Also von der Höhe passt's fast. Jawohl. Nur den Winkel. Opun Obi. Obi Kenu. Da verdient immer jemand hier mehr Glück. Ja, was? Ach, da. Ja, der kommt da erst raus. Anscheinend. Namet Ecto. Dann ist es aber nicht gut für uns. Wenn das so ist. Opunobi. Oh, wir leben noch. Ja, aber nee, der kommt da nicht raus. Der ist ja eindeutig ein Strahl hin, oder? Ach, wir wollten ja erstmal hier den mittleren und den oberen treffen. Naja. Opunobi. Ja. Dann lassen wir ihn da liegen und machen in der nächsten Folge weiter. Ich schlage vor, wir suchen einen Heilebrunnen in der Zwischenzeit. Möglich. Möglich, ich empfehle es ganz dringend. Bis dahin.